Mein, du hast ja den Zahnarzttermin. Hallo Leute. Ja, Insiderwissen. Das ist Willkommen geheim. zurück. 18 Uhr. Ja, ich habe nachher um 10 Uhr Zahnarzttermin. Aber nun gut. Ist besser, wenn ich auf dem Stuhl einschlafe, dann merke ich nichts, was der macht. So, also, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gericht. Speichern, jawohl. Wir sehen ab, unser System zu zerstören und sind gespannt. Uiuiui. 29. Dezember, 9:43 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 5. Sag mir mal bitte, welches Gericht um dieses Datum noch arbeitet? Das ist ja mal hochgradig interessant. Oh. Hoi, mir ist schon wieder so warm. Guten Morgen, Max. Max? Milch. Was? Ich brauche einfach ein Glas Milch, bevor ich die Manege betrete. Sonst funktioniert bei mir nichts, mein Herzchen. Manege? Keine Angst, hier gibt es keine Manege. Sie müssen sich nur hinsetzen. Ich denke. Nick. Max ist richtig nervös. Das ist verständlich. Hey, mein Herzchen. Was? Denkt ihr nicht auch, ich sollte fliegen? Hä? Wisst ihr, ich sollte einen guten ersten Eindruck machen. Vielleicht sollte ich hineinfliegen und die Leute ein wenig aufheitern. Nein, 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 nein. Sie könnten nicht einfach im Gerichtssaal herumfliegen. Das wäre nicht gut. Stellen Sie sich mal vor, Sie verletzen jemanden. Zum Beispiel den Richter. Keine Angst, Max. Tun Sie einfach, was Nick sagt. Und alles wird gut. Oh, mein Herzchen. Max, was ist denn jetzt schon wieder? Warum versuchst du denn nicht in den Gerichtssaal zu fliegen? Ich kann es schon sehen. Der schneidige junge Anwalt fliegt fabelhaft herein. Ein Blick auf dich genügt und der ganze Gerichtssaal steht hinter dir. Max, aber wirklich, heute muss niemand fliegen. Nick, was hat dieser Blick in deinen Augen zu bedeuten? Das hört sich gut an. Der schneidige junge Anwalt fliegt fabelhaft. Sie was? Eieieiei, er träumt. Also und immer noch der 29. Dezember, Punkt 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Ach ja. Und nun kommen wir. Was? Aua! Bitte was? Euer Ehren, fahrt fort. Ah, Entschuldigung. Gerade sah ich, dass der Angeklagte Billy Bob Jones hier ist. Und? Nun, ist der Angeklagte nicht auch als Maximilian Galactica bekannt? Ja, Euer Ehren, er tritt oft unter diesem Namen auf. Wissen Sie, mein Enkel ist ein großer Fan von ihm. Ich denke, wir können den Angeklagten auch Maximilian Galactica nennen. Das klingt etwas freundlicher. Ich frage mich, ob uns das hilft. Frau von Kammer, Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Oh nein. Du glaubst doch nicht, dass du diesmal gewinnst, Felix Wright. Hä? Der Geisterbeschwörungsfall war ein reiner Betrug. Ich erkenne ihn nicht an. Der hat nicht gezählt, hast du mich gehört? Sie ist wohl noch sauer, wegen des letzten Mals. Du hast keine Chance, keine, null, nada. Diesmal verliere ich nicht. Du willst wissen, wieso? Die von Karmas verlieren niemals. Der Name von Karma ist wohl ein Synonym für Arroganz und Ärgernis. Sieh gut zu und lerne, was Phoenix Wright. Ich werde mustergültig beweisen, wie schuldig du wirklich bist. Ich? Schuldig? Aua! Wovon redest du? Das wird meine endgültige Rache sein. Du weißt doch, sie hat ihren Vater verloren. Die Angeklagte ist bereit. Machen wir dieser maßlosen Zeitverschwendung ein Ende.
Sie dürfen Ihren ersten Zeugen aufrufen, Frau Kama. Inspektor Dick Gamschuh, komm her. Sofort. Eieiei. Da ist er wieder. Ich halte dich nur ungern von der Arbeit ab. Auch wenn dein Gehalt verschwendend ist, Dick. Keine Ursache. Wirklich keine Ursache. Ich habe mich schon darauf gefreut. Nun gut, ich möchte, dass Licht in dieser Angelegenheit gebracht wird. Zu Ihren Diensten. Gut, Inspektor, Ihre Aussage bitte. Hubschrauber. Details der Ereignisse. Am Abend des Verbrechens schneite es bis 21.40 Uhr. Es war bitterkalt. Die Artisten trafen sich zur Probe im Zirkuszelt. Die Probe war etwa gegen 22 Uhr zu Ende. Der Mord selbst fand auf dem Hauptplatz vor der Unterkunft statt, und zwar um 22.15 Uhr. Das Opfer lag über einer Holzkiste und war mausetot, als er gefunden wurde. Todesursache war ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand, wodurch ein Halswirbel brach. Eieiei. Ich verstehe. Er wurde erschlagen. Hier ist der Autopsiebericht des Opfers. Das Gericht erkennt ihn als Beweismittel an. Russells Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ein stumpfer Gegenstand. Nun gut, Herr Wright, Sie können mit dem Kreuzverhör beginnen. Ja, euer Ehren. Eieiei. Am Abend des Verbrechens schneit es bis 21 Uhr. Es war bitterkalt. Stimmt gar nicht. Es war warm. Erzählen Sie mir etwas über den Schnee. Wie war er? Zum Zeitpunkt des Verbrechens war es fast schon ein Schneesturm. Blieb der Schnee liegen? Nicht so sehr. Es waren vielleicht 4 cm. Der Schnee blieb bis zum nächsten Tag liegen. Der Schnee. Ich glaube, da muss es noch mehr geben. Hä? Was ist los, Nick? Ich muss in der Gerichtsakte nachsehen. Herr Yamshou, was taten die Zirkusleute in der Nacht des Verbrechens? Die Artisten trafen sich zur Probe im Zirkuszelt. Wen meinen Sie mit die Artisten? Die Artisten, was ist das denn für eine Frage? Alle waren da, bis auf die Tänzer und das Personal. Die Dompteurin Regina, der Clown Mo, der Bauchredner Ben und natürlich der Angeklagte Maximilian Galactica und sein Opfer, der Zirkusdirektor. Oh, fast hätte ich es vergessen. Regent der Tiger war auch da. Mich würde noch interessieren, was mit dem Zirkusaffen war. Bei den Ermittlungen gestern hat er mir meine Uhr geklaut. Inspektor, Sie können gerne Anzeige erstatten, aber bitte nach der Verhandlung. Die Probe war etwa gegen 22 Uhr zu Ende. Wohin gingen die Leute, als die Probe beendet war? Regina spielte mit Regent und Mo ging auf sein Zimmer. Er war sehr erschöpft. Der Bauchredner Ben ging ganz in seine Welt vertieft zum Haupteingang. Der Zirkusdirektor und Max gingen für ein Privatgespräch in das Zimmer des Direktors. Privatgespräch, ha? Das klingt sehr verdächtig. Sie wissen doch nicht zufällig, worüber die beiden geredet haben, oder? Anscheinend haben sie über Max' Gehalt gesprochen. In Wahrheit hatte Max um Reginas Hand angehalten. Der Mord selbst fand auf dem Hauptplatz vor der Unterkunft statt um 22.15 Uhr. Könnten Sie uns die Ereignisse vom 22.15 Uhr etwas genauer schildern? Ja, okay. Kein Problem, Junge. Wir hatten einen Zeugen, der uns erzählte, wie sich... Aua! Das ist total unwichtig. Mach weiter. Gut. Wir kommen auf diese Aussage später zurück. Inspektor Yumisho, hören Sie uns bitte erzählen, wie das Opfer zu Tode kam. Das Opfer lag über einer Holzkiste und war mausetot, als er gefunden wurde. Eine Holzkiste? Das ist richtig. Das Opfer muss die Holzkiste getragen haben, als es umgebracht wurde. Getragen? Hä? Es war eine sehr ungewöhnliche Holzkiste, euer Ehren. Was meinen Sie damit? Nun, sie war schwerer, als sie aussah. Und sie war abgeschlossen. Abgeschlossen, sagen Sie? Holzkiste zur Gerichtsakte hinzugefügt.
Ah ja, hier können wir gar nicht reingucken. Das ist vielleicht meine einzige Chance, deshalb sollte ich ein paar Fragen stellen. Über die Holzkiste. Diese Holzkiste. Ich denke, dass sie etwa 10 Kilogramm wiegt, richtig? So in etwa. Das ganze Ding mit den Eisen beschlagen. Mit Eisen beschlagen? Warum wurde die Kiste wohl mit Eisen beschlagen? Um sich schwerer zu machen, schätze ich. Aua! Ich denke, wir können auf Vermutung verzichten, Inspektor. Halte dich an das, was du wirklich weißt. Entschuldigung. Es reicht zu wissen, dass die Kiste sehr schwer ist. Viel besser, du kannst fortfahren, Inspektor. Todesursache war ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand durch den Hals gebracht. Das tut doch weh. Dem Autopsiebericht zufolge war die Mordwaffe ein stumpfer Gegenstand, richtig? Du hast deine Hausaufgaben gut gemacht, Junge. Und sie haben die Mordwaffe nicht gefunden, nicht wahr? Die Polizei sucht noch danach. Ich glaube, dass es sich um etwas handelt, das der Täter bei seiner Flucht mitnahm. Das wäre denkbar. Vor allem, da man nichts am Tatort gefunden hat. Nein, nein, nein. Ich wette, er hat sie weggezaubert. Gumshoe hat uns diesmal nicht viel geliefert, was wir ihn erfragen können. Er nannte die Fakten, so wie er sie gestern gesehen hat. Es muss aber mehr dahinter stecken. Mir ist nichts aufgefallen. Aber genau darum bist du der Anwalt und ich das Medium. Am Arsch. Am Abend des Verbrechens schneidet es bis 21.40 Uhr. Das Opfer lag über dieser 10 Kilogramm schweren Kiste. Sie hat ein kleines Schloss. Tja, wie kriegen wir das auf? Mit dem Schlüssel. Schlagwunde am Hinterkopf. Ein billiger Ring, der seltsam funkelt, von TVR ist eingraviert. Ein Affe, der sich um Agro kümmert, sammelt ständig glänzende Gegenstände. Eine Karte, Barry. Mit Max, Also ich denke mal, bei dem ersten werden wir eh nichts vorzeigen müssen. Nee, das nicht. Ich gucke mir das alles nur jetzt nur so mal an, aber... Okay, da haben wir nur die... Okay. Die Artisten trafen sich zur Probe im Zirkuszelt. Die Probe war etwa gegen 22 Uhr zu Ende. Mord selber um 22.15 Uhr. Tja... 22.15 Uhr. Ja. Gut, da haben wir auch nichts. Das Opfer lag über einer Holzkiste und war mausetot, als es gefunden wurde. Todesursache war ein Schlag und... Tja, ist wirklich wenig. Das Einzige, was mir einfällt, ist die Flasche, aber... Der Mord selbst fand, das Opfer lag... Mausetot, als es gefunden wurde. So, da vielleicht die Flasche? Dieser Beweis belegt klar den Widerspruch in dieser Aussage. Nee, nicht wirklich. Und genau hängen diese Beweise aus. Also gar nicht. Was ist denn... Dem Zylinder nach Maß, der Max als Markenzeichen dient, wurde am Tatort gefunden. Naja, aber das würde ja im Prinzip auch gegen unseren Mandanten sprechen. Ja, eben. Der Mord selbst fand auf dem Hauptplatz vor der Unterkunft statt. Und zwar um 22.15 Uhr. Eieiei, allerdings. Was sagt die Zeit? 14 Minuten erst. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Tja. Boah, krass. Boah, krass, Alter. Wir haben ja aber auch nirgendwo irgendwie Daten für Uhrzeit oder sonstiges.
Ne, Uhrzeiten oder so haben wir gar nichts. Na, bis jetzt 22 und 20.15 Uhr ja, stimmt, in seiner Aussage. Aber bei uns hier jetzt, okay, Russells Autopsiebericht, aber ansonsten gar nichts. Ein fabelhafter Magiker, für seine Flugillusionen berühmt, des Mordes angeklagt. Und das mit 21. Wahrer Name Benjamin Woodman. Ohne seine Puppe Trilo sagt Ben nicht viel. Wurde mit 13 der Star von Barrys großem Zirkus und Tochter von Russell Barry, dem Zirkusdirektor. Das Opfer und Zirkusdirektor von Barrys großem Zirkus, Regina Barrys Vater. Wahrer Name Lawrence Curls. Alter Freund des Direktors, ein netter Clown. Tja. Auf dem Holzsteg, Weg, Leute. Ja. Aber im wahrsten Sinne. Die Artisten trafen sich zur Probe im Zirkuszelt. Am Abend des Verbrechens schneite es bis 21.40 Uhr. Es war bitterkalt. Hm. Die Artisten. Haben wir irgendwas, das belegt, dass irgendein Artist nicht da war? Er hatte ja gesagt, Moment, wer war nicht da? Da hat uns doch jemand eben gesagt, wer alles da war. Das war, naja, wer war das? Max hat, war das, ne? Ne, er selber hat es gesagt. Der Gamschuh. Hat gesagt, alle waren da, bis auf der Affe. Ach ja, und, richtig, genau. Und die Bediensteten. Und die Tänzer. Einspruch! Nee, ist aber falsch. Unterkunft. Tja, und hier ist es passiert. Freunde, ich würde sagen, wir schneiden das und melden uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Hallihallo, Freunde. Wir sind wieder da und über viele, 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 viele Umwege haben wir herausgefunden, dass das Spiel echt gemein ist. Denn wenn wir hier bei der... Jetzt muss ich aufstoßen. Bei der Holzkiste nochmal genau nachfragen, kommt das, was wir eben schon hatten. Eine Holzkiste? Ja, ja, ja. Er lag darüber und wir haben dann nochmal die Auswahlmöglichkeit. Holzkiste, Schloss oder Inhalt. Ja. Und das finde ich echt ein bisschen gemein, denn wenn man von oben nach unten abarbeitet und mit der Holzkiste anfängt, dann bleibt man echt hängen. Das ist echt ein bisschen scheiße gemacht. Also, wir reden über das Schloss. Naja. Sie sagten, die Kiste war abgeschlossen. Womit war sie denn abgeschlossen? Nun, sie hat ein ziemlich massives Schloss. Wir haben lange gebraucht, es zu öffnen. Als sie die Kiste fanden, war sie also abgeschlossen, richtig? Ja, das stimmt. Die Spurensicherung hat sie mit aufs Revier genommen, um sie aufzubrechen. Ich verstehe. Fahren Sie bitte fort, Herr Inspektor Gummischuh. Todesursache war ein Schlag mit dem... Ja, genau. Jetzt landen wir automatisch wieder hier und müssen jetzt wieder... Ach nee, das war eine zu weit. Das war eine zu weit! Am Abend des Verbrechens, genau. Wieder die Stelle mit der Holzkiste finden und müssen hier jetzt wieder angreifen. Ich meine, wenn man es jetzt weiß, ist es ja einfach, aber... Scheiße ist es trotzdem. Naja, gut, das ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel, ne? Ah, hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Würden Sie uns bitte sagen, was sich in der Kiste befand? Nun, als wir die Kiste fanden, war sie stärker gesichert als Fort Knox. Also nahmen wir sie mit aufs Revier, um sie aufzubrechen. Es befand sich nur diese kleine Flasche darin. Flasche? Was soll das sein, Inspektor? Genau das, wonach es aussieht, Euer Ehren. Es ist ein Gewürzfläschchen. Was ist mit dem Fläschchen? Es ist gefüllt mit Pfeffer. Pfeffer? Warum nur war es in der großen Kiste eingeschlossen?
Da war nichts als die kleine Flasche in der großen Kiste. Das war bestimmt eine Schatztruhe aus Ich bin ein Star, holt mich heraus. Die ist übrig geblieben von den Dreharbeiten. So wird's sein. Ich frag mich, ob das etwas Bestimmtes zu bedeuten hat. Kleine Gewürzflasche zur Gerichtsakte hinzugefügt. Oh. Nun, ich denke, wir wissen jetzt gut über die Details Bescheid. Ich glaube, das ist alles, was wir in diesem Fall aus Gumshoe herausbekommen. Pfeffer. Einsatz. Oh, Entschuldigung. Du meinst also, die kleine Flasche Pfeffer ist alles, was wir aus ihm herausbekommen? Da die Aussage des Inspektors endlich vorbei ist, rufe ich den nächsten Zeugen auf. Hä? Ich bin doch nicht mal aus dem Zeugenstand raus. Ganz offensichtlich, weil du so langsam bist und keinen Fingerzeig verstehst. Ich weiß nicht, aber endlich vorbei klingt nicht so nett. Ich bin ein sensibler Mensch. Vielen Dank, Inspektor Gumshoe. Sie dürfen nun den Zeugenstand verlassen. Frau von Kammer, rufen Sie Ihre nächsten Zeugen auf. Ich rufe Herrn Benjamin Woodman in den Zeugenstand. Sie meint wohl Ben, den Bauchredner. Oh nein. Ich frage mich, ob Trilo auch im Zeugenstand erscheinen wird. Das finde ich... Ja! Oh scheiße. Bitte gib für die Gerichtsakte deinen Namen und Beruf an. Mein voller Name ist Trilo Quist. Ich bin Opernsänger. Wie bitte? In den Zeugenstand wurde doch Benjamin Woodman, der Bauchredner, gerufen. Diese Robe schnürt die wohl das Blut ab. Ich sagte doch, ich bin Sänger. Glaubt ihr mir etwa nicht? Na schön, dann singe ich euch was vor. Die Welt des Gesetzes, aufregend und gefährlich, Schuld oder Unschuld, entscheidend von einem Richter, gekleidet im Frauengewänder. Nun, was haltet ihr davon? Guter Rhythmus. Der Text, er könnte noch etwas verbessert werden. Trilo, du kannst doch nicht einfach den Richter beleidigen. Sei bloß still, sieh dir nur deine Nase an. Meinst du könntest sie richten? Sie ist so hässlich, eins auf die Fresse wird vielleicht helfen. Du weißt ja, deine Nase ist schuld daran, dass du niemals ein erstklassiger Star wirst. Oh, eine Nase kann durch Pfeffer nicht gereizt werden. Ist das vielleicht ein Zusammenhang? Berühmtheiten sprechen wohl gerne alles aus, was ihnen so in den Sinn kommt. Was geht hier eigentlich vor? Ruhe! Ruhe! Ich möchte endlich wissen, wer dieser Zeuge ist, verdammt nochmal! Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Trilo wird sich um alles kümmern. Ich sorge mich überhaupt nicht um Sie. Ich sorge mich... Aua! Ja. Wir werden aus diesen Zeugen nicht schlau werden. Vergiss es. Fahren wir lieber fort. Eieiei. Was geschah? Was Sie gesehen haben? Nachdem die Probe verließ, nach der Probe verließ ich das Zeit, was? Zelt! Verließ ich das Zelt mit diesem Witzbold, damit ich, meine ich den Clown. Als wir zu Unterkunft kamen, ließ ich ihn stehen und ging hinüber zum Hauptplatz. Ja? Oha. Ja, geht sofort weiter. Spiel, lass mich jetzt nicht hängen hier. Hallo. Spiel, bitte nicht. Och, nicht doch. Hallo. Ist das jetzt ein Magitrick? Magitrick? Ist das ein Magitrick? Oh nee. Tja, Leute. Was sagt die Zeit?
Ja, würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Ja, geheimnisvoller kann ein Part nicht enden. Was es hier auf sich hat und wie es weitergeht und wer der wirkliche Täter ist, erfahren wir, naja. Ach, guck mal an. Scheiße. Jetzt muss ich doch noch reden. Da sah ich, wie Max in Richtung Tatort ging. Er war der Einzige, der in die Richtung ging. Wie kann der Kerl nicht der Mörder sein? Dann kam die Polizei und nahm diesen Zauberfutzi mit. Du sahst also, wie Maximilian Galactica zum Tatort ging. Bist du sicher? Kein Zweifel, er trug seinen Zylinder, den Umhang und blöderweise Rosen an der Brust. Es ist unmöglich, jemanden zu verwechseln, der so verrückt gekleidet und hochnäsig ist. Das ist genug. Ich glaube, wir wissen jetzt alle Bescheid. Noch eine Sache. Sie sagten, Sie hätten den Clown stehen gelassen. Das ist richtig, Kleiderjunge. Nun, da Sie nicht bei ihm waren, könnte dann nicht der Clown den Mord verübt haben? Er hat recht. Wie schade. Eine nette Theorie, aber der Clown kann nicht der Täter sein. Warum denn nicht? Es gibt eindeutige Beweise. Ein Zylinder? Der wurde am Tatort gefunden. Er gehört den Angeklagten. Ah. Bei der Probe trug er natürlich den für ihn charakteristischen Zylinder. Wäre der Clown der Mörder, warum sollte der Zylinder dann am Tatort sein? Exzellent, Frau von Karma. Sie sind wirklich eine talentierte Staatsanwältin, oh mein Gott. Danke. Aber wir sollten jetzt wohl den Part beenden, denn wir gehen auf die 27. Minute zu. Tja, und was Phoenix Wright dazu sagt, das erfahren wir jetzt nun wirklich morgen. Pünktlich um 18 Uhr geht es weiter hier mit diesem aufregenden Fall und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. NRW bei 18, adieu. Jo, und der Zelda-Junge verabschiedet sich auch.